Servus zusammen bei ARS24, bei eurem K-HiFi Online-Shop. Und wir haben heute bei Frage und Antwort bei unseren Videos, wo also ihr als User uns Fragen stellt und wir machen das Ganze als Video-Antwort. Und wir haben heute von dem Miguel Muster. Können Sie vielleicht mal, also ihr braucht mich nicht siezen, ihr dürft gern duzen und Herr Weiß zu mir sagen. Können Sie vielleicht mal ein Video machen, wie man sein Autoradio einstellen muss, Bass und so weiter, um das Beste aus den Serienlautsprechern zu holen? Dann sorgen wir jetzt dafür, dass ihr dazu was findet. Und zwar hocken wir jetzt gerade hier in einem Polo mit allem, alles original hier drin. Hier ist das originale VW-Radio drin. Das sind die vorne die originalen Lautsprecher drin. Und okay, was würde ich jetzt tun, damit ich weiß, jetzt, ich habe es jetzt klanglich wahrscheinlich am besten eingestellt und habe eigentlich sonst gar keine Ahnung. Dazu gibt es natürlich mal eins. Ich drehe das Ding erstmal auf und schau mal, wie es grundsätzlich auch eingestellt ist. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel Bass, Balance und Fader. Steht jetzt beides auf 0, auf Center, also neutral eingestellt. Und bei den Höhen steht jetzt hier Treble, also 0. Wir können jetzt hier aufdrehen bis zu 9, können aber auch was wegnehmen, und zwar auch bis zu minus 9. Das gleiche können wir dann hier für einen Bass machen. Und das ist jetzt wirklich bei den meisten originalen Autoradios einfach so der Fall, wie ich es jetzt hier gerade zeige, was es einzustellen gibt. Bass, Höhen, Balance und Fade. So, und wenn ich jetzt mal alles auf 0 habe und ich tue jetzt mal ein Lied rein, wo mir einfach gut gefällt, oder wo ich sage, ach, das ist eigentlich das meiste, was ich mir so anhöre, dann drehe ich halt mal auf. Darf dann ruhig scheppern. Okay, jetzt ist das Lied zu Ende, machen wir es nochmal von vorne. Nach oben wird es auch definitiv scheppern, weil das Originalradio gar nicht so viel Dampf hat, um bei hohen Lautstärken noch einen richtig guten Sound zu machen und den Bass kontrolliert zu machen. Und jetzt muss ich mir anhören, wie klingt denn das eigentlich? Also die meisten Autoradios sind tatsächlich so eingestellt, dass bei Höhen 0, Bass 0, Balance und Fade alles auf 0 schon mal gar nicht so schlecht die Einstellung ist. Alles andere ist dann eigentlich eher Geschmack des Musikhörenden und auch die Konstellation der Lautsprecher, weil es gibt tatsächlich Fahrzeuge, die haben nur einen Tief-Mitteltöner als einen einzigen Lautsprecher drin, die haben oft nur solche Gitterchen für Hochtöner da drinnen irgendwo, aber es ist gar kein Hochtöner drinnen eingebaut, sondern die Small-Cost-Variante, nur ein billiger Lautsprecher rein. Und dann kann es durchaus sein, dass ich auch mal bei Höhen mal ein bisschen was reindrehe, plus 3, plus 4, mein Gott, vielleicht sogar wirklich bis plus 6, 7, je nach Geschmack. Aber umso unausgeglichener klingt es dann eigentlich. Und beim Bass muss ich eh ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich einen Bass reindrehe, dann mag das gern bei leiseren Lautstärken ganz nett sein, dass man den Bass, also jetzt habe ich hier Track 1, also nochmal von vorne, dass ich jetzt bei kleinen Lautstärken den Basszuwachs positiv vermerke und sage, okay, jetzt drehe ich hier was rein, ja, das gefällt mir besser, aber jetzt bleibt dieses plus 4 natürlich stehen. Und jetzt, wenn ich weiter aufdrehe, ist es natürlich bei hohen Lautstärken, macht sich dieser Basszuwachs nochmal extrem auch negativ bemerkbar. In dem Moment fangen natürlich die Lautsprecher auch an, fast zu explodieren und klingen eigentlich nicht mehr richtig sauber, sondern fangen unheimlich schnell zu verzerren und halt dröhnen an. Und zum Klackern und zum Klappern, weil das sind halt einfach einfache Lautsprecher mit einem einfachen Radio, viel mehr kann ich euch zum Originalradio gar nicht sagen. Jetzt können wir aber noch alternativ zu einem Autoradio gehen, das wir euch vielleicht verkaufen, das ihr nachrüstet, wo dann auch noch ganz andere Klangeinstellungen hat. Dazu gehen wir mal schnell in unseren Shop rein und ziehen uns mal irgendein Radio raus, wo relativ viel kann. Solltest du jetzt kein originales Radio haben vom Fahrzeughersteller, sondern ein nachgerüstet von Alpine, Pioneer, Kenwood, JVC oder Clarion, haben wir meistens mehr Einstellmöglichkeiten. Wir sind jetzt hier am Beispiel von einem Kenwood-Gerät. Da haben wir jetzt hier die Lautsprecher weichen. Da kann ich jetzt richtig Einfluss drauf nehmen, welche Frequenz soll mein Lautsprecher überhaupt erst bekommen. Gerade eben im Auto haben wir nur Bass plus minus und Höhen plus minus gemacht. Wir haben aber an Frequenzverlauf
noch überhaupt gar keinen Einfluss genommen. Was heißt Frequenzverlauf? Natürlich mit dem Bass und Höhen haben wir das schon gemacht. Aber wir schneiden dann teilweise jetzt Frequenzen weg. Und da gibt es jetzt Sinn, zum Beispiel beim Frontsystem das Ganze eine High-Pass-Einstellung zu machen. Zum Beispiel bei 30, 40 oder 50 Hertz kann mit einem Original-Lautsprechersystem durchaus sinnvoll sein, weil wir jetzt den Bereich wegschneiden, den das Lautsprechersystem vermutlich sowieso nicht richtig macht und nur sehr viel Auslenkung und Power auf dem Lautsprecher wäre, ohne dass ich das wirklich hörbar oder spürbar entgegennehme. Und dementsprechend kann ich diese High-Pass-Frequenz auch vielleicht sogar noch höher ansetzen, bei 60 oder 70 Hertz. Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen krass, weil dann nehme ich tatsächlich viel Bass weg. Aber Frequenzen bei 40 oder 30 Hertz, also das kann man gern mal ausprobieren. Dann wird der Lautsprecher in die zur hohen Lautstärke immer belastbarer, weil er diesen Bassbereich da unten gar nicht machen muss. Und das kann ich natürlich auch hier einstellen, wie ich es brauche und mich langsam an den Moment hintasten, wo der Lautsprecher einfach sauber klingt. Und das auch bei hohen Lautstärken und bei tiefen oder bei leisen Lautstärken ganz genauso. Eine weitere Funktion, die viele Originalradios nicht drin haben, ist ein richtiger Equalizer. Also nicht nur Bass plus minus, Höhen plus minus. Im einfachsten Sinne ist es auch ein Equalizer, weil wir Einfluss auf die Frequenz nehmen. Wir haben jetzt bei einem richtigen Equalizer einfach mehr Bänder. Bei so einem Kenwood zum Beispiel haben wir jetzt 13 Bänder. Und da kann ich meinen Frequenzverlauf entsprechend auch nochmal anpassen und mir das so hinbiegen, wie ich mag. Das ist jetzt gerade völlig sinnfrei gewesen, was ich jetzt gerade im Moment gemacht habe. Aber hier kann man sich natürlich auch mal genügend in Ruhe hinsetzen und sagen, ich passe das mal so ganz langsam an. Ich höre mir das einfach mal an, wie sich das anhört, wenn ich es Plus und Minus mache. Vielleicht klingt es für mich einfach besser, auch wenn jetzt ein Messcomputer vielleicht ein anderes Ergebnis rausbringen würde. Aber naja, du stellst es halt so für dich ein. Aber vergiss nicht, meistens ist das originale lineare Signal immer das Beste, weil dann hast du ein lineares Signal. Wenn ich jetzt was drauf verstelle, ich verbiege das hin und her, dann mag es vielleicht im ersten Moment so klingen, ja, ich glaube, das klingt besser wie vorher. Und zum Schluss, wenn ich dann die lineare Einstellung wieder wähle, sage ich mir, oh Gott, eigentlich war das schon mal gar nicht schlecht. Viele neue Radios haben ja mittlerweile sogar eine Laufzeitkorrektur, also einen digitalen Soundprozessor mit integriert, wo ich die Entfernung der Lautsprecher einstellen kann, für mich als Fahrer. Das heißt, wir reden ja jetzt aktuell davon, im Speziellen, wie bringe ich mein originales Frontlautsprechersystem am besten klingend hin mit den Einstellungen über mein Autoradio. Also habe ich ein Autoradio, wo ich diese Laufzeitkorrektur ausnutzen kann und einstellen kann, muss ich jetzt dafür sorgen, dass mein linker Lautsprecher, zumindest ist es in Deutschland so, dass ich Linkslenker habe, ist mein linker Lautsprecher näher an mir dran als der rechte. Also gebe ich dem linken Lautsprecher eine Zeitverzögerung, dass er mit ein paar Millisekunden verspätet bei mir antrifft, also sozusagen zum gleichen Zeitpunkt wie der Lautsprecher, der weiter von mir entfernt ist, aber dann zum gleichen Zeitpunkt an meinem Ohr eintrifft. Das heißt, ich kann jetzt hier für vorne links das Ganze einstellen. Das ist jetzt eine pauschale Einstellung, wo ich jetzt wählen kann, bin ich vorne Linkslenker oder Rechtslenker. Oder ich kann auch sagen, ich stelle es gleich manuell ein, mit wie viel Millisekunden meine Lautsprecher entsprechend entfernt sind oder eben in Zentimeterangabe. Das kann man sich alles anhören. Als Effekt ist es dann so, dass ich drinnen sitze im Auto und das Gefühl habe, der Ton kommt nicht von links, weil der linke Lautsprecher einfach näher an mir dran ist, sondern ich sage dem Lautsprecher, lauf später los vom Ton, dass es zum gleichen Zeitpunkt eintrifft und damit verschiebt sich mein Klangbild auf die Mitte des Armaturenbretts und klingt natürlich total harmonisch, weil ich mitten im Zentrum vom Sound sitze. Fader und Balance gibt es ja auch in jedem Auto. Wenn ihr die Frontlautsprecher optimal einstellen möchtet, also erstmal diese, dann würde ich auch empfehlen, die Fader-Funktion alles mal grundsätzlich auf vorne zu stellen, dass die hinteren Lautsprecher gar nicht mitspielen, weil erst dann kann ich eigentlich ganz genau entscheiden, wie gut ist jetzt eigentlich klanglich mein Frontsystem, was habe ich schon alles eingestellt und lasse es dann dabei und erst dann tue ich die hinteren Lautsprecher wieder dazuschalten. Wenn ich die hinteren Lautsprecher auch nochmal extra einstellen mag, dann kann ich natürlich auch alles nach hinten faden und alles nach hinten ausrichten. Aber das gibt jetzt wenig Sinn, weil die meisten Autoradios lassen die Klangeinstellungen nur im Gesamten zu, also Bass, Höhen, die Laufzeitkorrektur ist sowieso nochmal außen vor, was ich gerade erzählt habe. Aber wenn ich mein Frontlautsprechersystem, was ja das Wichtigste im Fahrzeug ist, richtig einstellen mag, dann muss mir in erster Linie mal das Hecksystem relativ egal sein, weil jetzt stelle ich alles so ein, dass mein Frontsystem optimal läuft und regle dann mein Hecklautsprechersystem dazu und das muss mit den Einstellungen irgendwie klarkommen, was ich für die vorderen eingestellt habe. Einige Autoradios lassen sogar zu, dass man den Filter
die Frequenz, die man abschneidet, damit der Tiefbass gar nicht erst auf die Lautsprecher drauf kann, zwischen Front und Rear unterschiedlich sein kann. Also dann kann ich doch durchaus einmal die Einstellung fürs Frontsystem vornehmen und einmal separat fürs Hecksystem, aber bitte immer getrennt voneinander, nie immer gleichzeitig. So, Miguel, ich hoffe, ich habe deine Frage für das richtige Einstellen von Originallautsprechern am Radio so erklärt, dass du es für dich positiv auf oder einbringen kannst, schon ein bisschen rumspielen kannst und weißt jetzt gezielt, wie man das genau macht. Für alle anderen, die da jetzt mal kurz zugeschaut haben, hoffe ich natürlich auch, dass was dabei war, wo man sagt, ja okay, das war jetzt vielleicht doch noch ein wichtiger Tipp. Für die meisten wird es wahrscheinlich schon relativ normal gewesen sein. So, ansonsten hoffe ich, dass ihr alle ganz viel Spaß mit euren K-HiFi-Anlagen habt, ob das jetzt Originallautsprecher sind oder von uns neue Lautsprecher mit viel Power. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.